Namaste. Willkommen in meinem Podcast. Mein Name lautet Alexander Schattenberg. Ich bin Begleiter auf deinem Weg ins Glücklichsein. Der Diamant liegt immer in deiner Hand. Teil 4. Es gibt also einen guten Grund, gut gelaunt zu sein, ständig gut gelaunt zu sein, weil du damit eine gute Laune Zukunft verursachst, eine Wohlfühl-Zukunft. Und das ist doch ein wichtiger Grund, oder? Deswegen sollten wir alle gut gelaunt sein. Machen wir uns einfach bewusst, Leben ist Harmonie. Solange die Harmonie nicht gestört wird, ist alles in Ordnung. Du bist von deinem wahren Wesen her vollkommen. Aber das heißt auch, alles Unvollkommene ist daher unnatürlich und nicht in Ordnung und schafft erst die ganzen menschlichen Probleme wie Krankheit, Mangel, Leid. Und das bezieht sich nicht nur auf deinen Körper, auf deine Beziehung, deinen Beruf, deine finanzielle Situation. Also, bringe dein So-Sein in Ordnung. Am besten optimierst du ständig dein So-Sein und verursachst damit eine optimale Zukunft. Und dann brauchst du gar keine Probleme mehr zu lösen, Schwierigkeiten beseitigen, Leid vermeiden, sondern das reicht völlig aus. Wenn du in Ordnung bist, ist auch dein Leben in Ordnung. Mach dir einfach bewusst, ein Konflikt entsteht erst durch die Beurteilung deines Verstandes. Es gibt keine Konfliktsituation. Alles, was geschieht, ist vollkommen neutral. Und in Wirklichkeit ist es eine interessante Aufgabe und immer eine Chance zum Besseren. Auf diese Weise gibst du deinem Verstand einen neuen Bewertungsmaßstab und er urteilt nicht mehr danach, was dem Ego angenehm ist oder was für dich wirklich stimmt. Mach dir immer wieder bewusst, wenn du willst, dass die Welt lächelt, musst du zuerst lächeln. Denn deine erlebte Realität ist nur ein Spiegelbild deines So-Seins und ein Spiegelbild kann nicht den Anfang machen. Also, wenn du willst, dass die Welt, dein Schicksal, deine Zukunft in dein Leben lächelt, dann musst du den Anfang machen. Aber dann geschieht ein Wunder. Ein Spiegelbild hat keine Wahl. Wenn du lächelst, muss der Spiegel das als Realität widerspiegeln. Und das tut er auch. Denn ein Spiegel macht keine Fehler. Das heißt also, im Spiegel deiner Lebensumstände wird dein So-Sein sichtbar und du kannst sehen, ob du dein So-Sein genügend optimiert hast oder wo noch ein Schritt erforderlich ist.